Slope. Gestern war ich noch auf der stillen Seite von Sölden, heute bin ich mit euch auf der lauten Seite von Sölden. Und wir sind gerade unterwegs rauf zur Allweiten Lein. Das wird heute so mein Einsteiger sein. Gestern hat es noch ziemlich geregnet, wie ich den Kleblealm-Trail runtergefahren bin. Heute habe ich dafür Kaiserwetter. Ja, schauen wir mal, wie das heute wird. Jetzt werde ich so die Allweite und vielleicht mal den Leiterberg-Trail runterfahren. Lässig, dass ihr heute dabei seid. Ich hoffe, es gehen sich ein paar gute Runs aus. Ja, wir sehen uns auf dem Trail. Bis gleich. So, ich hoffe, mein Radl schafft es da vorne auszusteigen. Hoffentlich wartet es auf mich. Servus, grüß dich. Jo. Gehen wir's an. Ich glaube, ich bin das letzte Mal vor 3 Jahren da gewesen. Wenn es hinkommt. Schauen wir mal, was sie da inzwischen getan hat. Danke dir. Uh-huh.
So, ja, eins. Dann schauen wir jetzt rüber zum Leiterberg. So, Leiterberg. Leiterberg. Das ist eine geniale Kombi. Stollweite auf den Leiterberg. Da ist es ein bisschen eng. So herrlich der Weg. Dankeschön. Gerne. Danke. Dankeschön. Danke. Das hängt. Leiterberg, unterer Teil. Schauen wir mal, ob ich mich daran erinnern kann, wie das war. Technisch, das weiß ich noch. Ja.
der Teil, der ist schon super spannend. Ein bisschen gute Vorbereitung für den Dreiländer-Enduro. Und gleichzeitig ein bisschen Piano fahren, weil der ist in 2 Wochen. Na, eigentlich mag ich mir da gerade nicht wehtun. Insofern, Gürtler. Das war bei uns gemütlich. Für meine deutschen Zuschauer. Ja, aber das ist echt ganz cool. War nicht so nass. Ich habe mir gedacht, nachdem es gestern doch ziemlich kränk hat, dass das noch viel nasser ist da. Aber hat eigentlich schon wieder gut abgetrocknet. Eng. Technisch, Leiterberg. Da haben wir einen gaudigen Trail. Da werden wir ein bisschen ausholen. Hui. Absteigen geht nicht. Ja, du hast da unten eine Alve. Ist schon eng. Thank you.
Also der Teil ist neu für mich. Sehr geil gebaut. Ja.